kiloweise Kokain, Mafia-Mitglieder und ein Drogenlabor. Nicht nur die Bilder dieses Polizeieinsatzes erinnern an einen Fernsehkrimi, sondern auch die Geschichte dahinter. Insgesamt wurden mehr als 25 Geschäfte und Wohnungen gestürmt. Die klaren Mitglieder sind offenbar in Drogengeschäfte verwickelt. Die Spezialeinheit stürmt in das Haus. Das ist der gefährlichste Moment des Einsatzes. Denn eine Schießerei mit drei Berliner Clan-Mitgliedern geliefert. Auch sie trugen Verletzungen davon. Im heutigen Video geht es um einen brutalen Mafiamord in Italien, welches einer unschuldigen Frau das Leben kostete. Entführt und ermordet im Auftrag der Mafia. Es ist ein abscheuliches Verbrechen, welches der 42-jährigen Maria aus Italien 2016 widerfahren ist. Am 6. Mai 2016 verschwand die italienische Geschäftsfrau spurlos. Erst jetzt, im Jahr 2021, scheint ihr mysteriöses Verschwinden endlich aufgeklärt zu sein. Antonio C., ein ehemaliges Mafia-Mitglied, packte nun in einem großen Mafia-Prozess aus. Er habe die Informationen von einem jungen 'Ndrangheta-Mitglied erhalten, das er im Gefängnis kennengelernt habe. Seinen Aussagen zufolge war Marias Tod besonders grausam. Man habe die Frau gewaltsam in einen Lieferwagen gezogen und sie zu einem Bauernhaus gebracht, wo man sie anschließend tötete. Sie wurde ermordet, von einem Killer der Mafia. Ihren Leichnam warf der Killer Schweinen zum Fressen vor und überrollte die Leiche der dreifachen Mutter so lange mit einem Traktor, bis dessen Gewicht die Leiche zur Unkenntlichkeit zerquetscht hatte. Bei der Mafia sind beide Methoden üblich, um Spuren von Menschen verschwinden zu lassen. Zerquetscht und anschließend an eine Horde Schweine verfüttert, das tragische Ende einer Mutter. Doch was war der Auslöser für so eine abscheuliche Tat? Es soll um ein Stück Land gegangen sein. Denn nachdem sich Maria geweigert hatte, ihr Land an einen Nachbarn mit Verbindungen zu einem Mafia-Clan abzugeben, soll der Mordauftrag durch die Mafia erteilt worden sein. Der mutmaßliche Täter, ihr Nachbar, wurde sogar 2019 im Rahmen der Untersuchung von Marias Tod verhaftet, aber später wieder freigelassen. Er ist eng mit einem örtlichen Mafia-Clan verbunden. Als der Nachbar im Juli 2019 wegen dem Vorwurf der Verschwörung zum Mord an Maria verhaftet wurde, ließ das Revisionsgericht ihn wieder frei, obwohl ihm vorgeworfen wurde, die Videoüberwachungskameras in seinem Haus manipuliert zu haben, um zu verhindern, dass sie den Überfall und die Entführung der Frau filmen, die direkt vor seinem Grundstück stattfand. Laut dem Gericht gab es jedoch angeblich keine schlüssigen Beweise dafür, dass die Kameras manipuliert worden waren. Doch es war bekannt, dass er ein Interesse daran hatte, die Grundstücke seiner Nachbarn zu erwerben, und aus Angst vor möglichen staatlichen Überwachungsaktionen gegen ihn, pflegte er auch, einen Techniker zu rufen, sobald es Probleme gab mit seinen Überwachungssystemen. Auch ließ er seine Autos reinigen, die ihm von der Justiz zurückgegeben worden waren, ein weiteres ungewöhnliches Vorgehen. Maria aus der kleinen italienischen Region ist längst nicht das einzige Opfer der italienischen Mafia. Immer wieder verschwinden Menschen aus der Region spurlos. Von Maria wird nur die Erinnerung bleiben. Es gibt keinen Körper, den man zu Grabe tragen kann. Es wird keinen Ort geben, an dem sie ruht. Die Geschäftsfrau und Mutter dreier Kinder, die Jura studieren wollte. Eines der vielen Opfer der Mafia. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Vergisst nicht, auf Abonnieren zu klicken, sowie die Glocke zu aktivieren. Unterstützt uns mit einem Like. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, in der Unterwelt.